Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer kleinen neuen Runde, Aufnahmerunde. So rum wird ein Schuh draus. Assassin's Creed. Ich habe mir tatsächlich die Deluxe Edition von Assassin's Creed bei Ubisoft geholt, aufgrund dessen, dass die DLCs, die man dort erwerben kann, nicht kompatibel sind. Und da ich auch noch eine Woche erwischt hatte, wo es 60% Rabatt, ich glaube 65% sogar Rabatt auf die Deluxe Edition gab. Ich trabe jetzt mal ganz langsam hin zu Aquila, weil da gibt es die Mission, da erzähle ich gleich was zu. Habe ich gedacht, na gut, schlägst du zu, hab das Game durchgehämmert. Ich kann es euch mal ganz kurz zeigen. Hier in der Siedlung ist soweit alles erledigt. Wir haben mittlerweile das Game selbst auf 93%. Es fehlen noch zwei Hauptmissionen. Das hier ist eine neue Mission, also die links daneben, die ich nicht anklicken kann, wo ich nicht hinkomme. Müsste eine neue Solo-Spieler-Mission sein rund um die Mayas. Die will ich mir gleich angucken. Es gibt drei neue. Jetzt bin ich da rausgegangen. Bullshit. Es gibt drei neue maritime Missionen. Ansonsten hatte ich soweit alles fertig, bis auf ein paar Club-Actions. Und es ist tatsächlich verbuggt. Das Spiel boykottiert sich selbst, möchte ich sagen, sabotiert sich selbst. Man kann bestimmte Sachen nicht abschließen. Ich habe definitiv 100% Untergrund in New York entdeckt. Es sind aber nur 84% angeblich abgeschlossen. Das heißt, ich werde auch dieses Spiel nie zu 100% abschließen. Das habe ich bei einigen Sachen. Angeblich habe ich nie die Lieferaufträge gemacht. Ich habe sie aber alle gemacht. Ich habe mir Listen hingelegt, was ich craften muss, was ich jagen muss. Ich habe alles abgegeben. Es wird aber nicht gewertet. Nun ja, nichtsdestotrotz, ich das Spiel natürlich durchgehämmert, weil erst ab Level 6 bestimmte Sachen freigeschaltet werden. Wir gehen uns hier gleich auch mal im Haus angucken, in dem Herrenhaus, weil neue Monturen, neue Waffen und so weiter und so fort. So, und kaum hatte ich das durchgespielt, das war so kurz vor Dezember, haut Ubisoft Assassin's Creed 3 als Ubi 30 Version raus, wo alle DLCs nochmal drin sind. Ich könnte so kotzen. Das heißt, ich habe 13 Euro umsonst ausgegeben. Hätte mir einfach nur ein bisschen Zeit nehmen müssen. Ja, ist ja nur auch egal. Jetzt habe ich dreimal Assassin's Creed in meinem Uplay-Account. Hey, Wahnsinn, ne? Ja, ist ja auch egal. Jedenfalls, gehen wir uns das jetzt mal angucken. Ich habe eben gerade alles freigeschalten. Ich habe 1,5 Stunden gebraucht, um überhaupt rauszufinden, wie man das macht. Denn auf der Hauptseite, im Hauptmenü stand immer so Tyrannei des Königs Washington? Tyrannei des Königs Washington? Ich glaube, so heißt es. Und wenn man darauf geklickt hat, wollte der natürlich immer wieder diesen scheiß Product Key. Und ich wusste nicht, wie ich dort rankomme. Nicht mehr. Und ich musste recherchieren. Musste echt recherchieren. Ich habe neue Farben für die Akia. Da kommen wir jetzt sowieso zu dem Punkt, neue Farben. What? Ich habe bis dato noch nie neue Farben gesehen. Oh, das sieht nice aus. Sehr sexy. Kapitänsuniform der Akia. Bestätigen. Die ziehen wir natürlich mal an. Da hängt jetzt meine, die Connor-Uniform. Joa, das fetzt schon. Dann haben wir hier vorne die freigeschalten. Was ist das überhaupt? Ich würde gern diese... mir die gar nicht angucken. Why? Wahrscheinlich, weil ich sie... Gefangener und Montur des kolonialen Assassinen. Wurde für ihn Beendigung der Sequenz 6 verliehen. Ich bin so froh. Übrigens, ich habe ein paar Uplay-Punkte bekommen. Oh mein Gott. Oh shit. Nee. Wir gehen wieder auf die hier. Standardmäßig. Und dann ist gut. Ja, jedenfalls, ich muss hier noch mein Boba und die oberste Reihe noch ausnocken, aber das mache ich irgendwann mal. Das hat noch Zeit. Ja, jedenfalls, habe ich einiges freigeschalten an Uplay-Punkten, allerdings nur Kapitel 6. Wahrscheinlich, weil es relevant ist. Es soll eine neue Muskete dabei sein. Ich habe mir noch nie was hier rausgegriffen, muss ich gestehen. Da sind Musketen, mehrere wohlgemerkt. Eine neue Steinschlosspistole soll hier bei sein. Und ich muss sowieso noch alles, was im Shop ist, kaufen, um da eine Errungenschaft zu kriegen. Ist ja auch egal. Ja, gut, also, was das nächste ist, wir gehen jetzt die maritimen Missionen ja mal anschauen, beziehungsweise, ach, die maritimen Missionen, weiß ich nicht. Das sind nur 3 Stück, das heißt, man kann einen neuen Handelsweg freischalten, ist letzten Endes nur wieder für die Wirtschaft gut. Und, ja, dann mal gucken, wie wir zu dieser Maya-Geschichte kommen, die Singleplayer.
25.000, es könnte sogar reichen, um die Arkea fertig zu bekommen. Ja, wie gesagt, nebenbei mich immer natürlich um die Wirtschaft gekümmert. Nebenbei, wohlgemerkt. Hat eine Weile gedauert, bis ich dahinter gestiegen bin, dass bestimmte Sachen mit bestimmten Fortschritten in der Mission, also ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen, aber dieses Wirtschaftssystem, das hat ein bisschen gedauert. Oh, überleg mal, wie weit ich gefahren bin oder gelaufen bin, das eine Mal, um Wapiti hier zu finden. Stehen die hier direkt nebendran. Ne? Naja. Ja, geh weg. Wir haben es eilig. Also, kurz gesagt, Kapitel 11 und 12 müssen noch gemacht werden hier in der Hauptmission. Und dann bin ich hier mit diesem Game by Uplay auch durch. Jetzt wollte ich mir halt bis zum Feierabend, der in ein paar Stunden ist, mal gucken, wie viel ich schaffe, alles soweit aufnehmen. Denn danach kommt ja schon Liberation und jetzt zu Weihnachten, ey, das ist alles so unglaublich günstig. Und werde ich mir morgen übermorgen auch noch zulegen, sodass ich Anfang nächsten Jahres mit Liberation anfangen kann. Liberation, wie auch immer. So, bevor ich mit ihm schnacke, die Schlacht von Chesapeake. Ach, das ist die Hauptmission. Das ist jetzt nämlich genau das, was ich nämlich nicht möchte. Okay, wartet mal. Das ist nicht das, was ich vorhabe zu tun. Oh, scheiße. Okay, dann machen wir das anders. Ich will jetzt nicht etwas zeigen, was ihr eh schon gesehen habt. Wir gehen mal zurück und starten Tyrannei des Königs, weil das ist eine eigenständige Story. Und wir bleiben Desmond wie gehabt und fangen mit der Schande an. Und ich hoffe nicht, dass das, wie einige behaupten, 12 Stunden sind. Macht korrumpiert. Absolute Macht korrumpiert. Absolut. Lord Acton, 19. Jahrhundert. Washington? Oh nein. Wollte mir jetzt der Trailer sagen, Washington hat einen Apfel und kann den auch noch bedienen? Absolute Macht korrumpiert. Absolut. Adonagedon. Adonagedon, wach auf. Seine Mutter? Adonagedon, steh auf, wir müssen gehen. Ach, wie cool. Hallo. Mutter, was machst du denn hier? Träumst du etwa noch? Wir kamen zusammen her. Und nun müssen wir gehen. Ich dachte, du wärst tot. Doch du bist hier. Ich bin hier. Ich war doch immer hier. Ach, geht es dir gut? Sogar mehr als gut. Nun, dann komm. Ich hörte einen Schrei auf Ganyan Geha, ganz nah. Wir müssen sehen, was dort los ist. Oh. Hä? Die Häuptling zum Tour. Und Tour. Ist das ein mögliches? Oder spielt sich... Ich bin jetzt gerade verwirrt. Spielt sich jetzt alles vor dem eigentlichen Hauptgame ab oder ein mögliches... Was ist deine Schuld? Was hast du getan? Oder ein mögliches... anderes Dasein. Ja, schrei mich nicht an, Mutti. Sensibel. Jägerin. Oh. Komm, zieh dich hoch. Also manchmal, ne? Bist du diejenige? Nimm den Riesling, die ihr sucht. Oh, fuck. Gucken, ob ich das alles noch kann. Voilà. Komm. Lux.
das hier mit den bösen Fäusten? Ich habe keine... Warum lässt Washington das Grenzland von seinen Männern durchkämmen? Washington? Er sucht jemanden. Eine Eingeborene, die es stehlen wollte. Durch euch findet er mich nicht. Was könnte Washington damit zu tun haben? Er ist nicht mehr Commander in Chief, er ist außer Dienst in Mount Vernon. Eine schöne Fantasie, Radonhageddon. Du weißt, dass Washingtons Machtgier ihm den Verstand raubte. Ich versuchte, ihn aufzuhalten. Und nun richtet sich sein Zorn gegen unser ganzes Volk. Das verstehe ich nicht. Das passt doch nicht. König Washingtons Männer greifen gerade Concord an und sie bringen alle um. Sie suchen nach dir, Canidio. König Washington? Komm. Okay, es ist echt verwirrend. Also es ist weder davor noch sonst was, weil... Sprichst du etwa von Commander Washington? Warum nannte diese Frau ihn König? Viele unschuldige Menschen leiden nun wegen mir. Nicht nur die Dorfbewohner. Wir müssen so viele schützen, wie es geht. Das... Oh Gott, ich komme gar nicht zum Klardenken. Sagt uns, wo sie ist und diese Menschen werden leben. Schweigt weiter und sie brennen. So einfach ist das. Wir wissen nicht, was ihr wollt. Nun gut. Bitte, bitte. Da drin sind doch Frauen und Kinder. Seid ihr denn Monster? Tut das nicht. Ihr hattet eure Chance. By the way, 5 blaue Röcke an der Kirche töten, ohne entdeckt zu werden. Oh Gott. Jedenfalls, worauf ich hinaus wollte, es kann weder davor noch danach sein. A, wäre sie tot, B, wäre er noch ein kleiner Junge zu der Zeit, wo das möglich gewesen wäre, was hier passiert. Also egal, wie man es nimmt. Das war meine Aufgabe. Und die kannst du mal da drinnen bleiben jetzt? Ich muss hier auch geheimnisvoll was töten. Wieder mal Deckung! Nein. Ich bin gerade... Ich weiß doch gar nicht mehr, wie man das spielt so. Nein, natürlich, weiß ich das noch, aber ich bin gerade ein bisschen außer Fassung. Ich habe mich übrigens nicht spoilern lassen, wie beim letzten Mal auch. Ich wollte mich absolut überraschen lassen. Müsste Nummer 1 gewesen sein. Kann ich hier eigentlich pfeifen? Ich versuch mal, wenn der... ...so weit weg. Da hinten könnte ich auch. Okay. Still und heimlich ausmerzen, wollte ich sagen. Ist das überhaupt jetzt einer gewesen? Ich weiß es gar nicht. 5 blaue Röcke an der Kirche töten, ohne entdeckt zu werden. Gut. Ah, ja. Ich bin tatsächlich etwas... Ja, überrascht. Von dem möglichen... Ich bin nur mal gespannt, wie er da rangekommen ist. Also er muss ja den Edenapfel bekommen haben, als er noch ein Junge war. Das steht schon mal fest. Wie komme ich denn jetzt an den ran? Entdeckt zu werden. Wir gucken mal, ob wir es hinkriegen. Gut. Nein, nein, nein. Mama. Welche Tür öffnen? Oh Gott. Nein!
Ach, egal. Helf mir, Mama! Helf mir doch mal mit ihm. Aua. Ja, Mama kriegt's hin oder was? Bullshit. Befreie sie. Das ist alles meine Schuld. Achso, oh Gott. Okay, Glück. Lasst die Stadt so weit hinter euch, wie es geht. Versteckt euch im Wald. Ich hab das zwar jetzt nicht zu 100% geschafft, aber mein Gott. Und das hatte ich ja noch nie so wirklich. Ne. Ja, dann rat. Okay, der. Dort. Feuer! Jetzt verliert er seine Mutter auf einem anderen Weg, oder wie? Ja. Ah! Jetzt ist unser ehemaliger... Ja, unser ehemaliger Freund, unser Feind. Beziehungsweise das Ende von dem Hauptgame war ja auch schon sehr... Das ist Wahnsinn. Ich verstehe nicht, was hier vor sich geht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Oder alles gut. Das, glaube ich, muss man nicht verstehen. Andersrum. Schnappst du dir den, Mama? Nimm den nächsten. Ich weiß nicht mal, ob ich das überhaupt tun soll. Aber es wird schon irgendwie... Ich nehme es mit allen auf. Ja, gib mir eine Waffe. Weiter geht's. Komm! Also noch mehr. Einmal durchhexen durch die Masse. Das hat meine Mom mich gerade aufgehalten. Boom! Ihr, ich brauche Hilfe. Helft die Kanonen zu laden. Was jetzt? Oh Gott, jetzt werde ich wieder zum Kanonier degradiert. Das kann ich doch nicht. Die Armee des Königs rückt vor. Setzt die Kanonen gegen sie ein. Da kommt was. Ja, das ist schön. Ach, hier unten stehen auch noch welche gerade. Ich wollte nur ganz kurz warten. Boom. Ich muss hier ganz links. Oder ganz. Ja, das. Ja. Nein! Nee, es sind alle weg. Bis auf eine. Oh Gott. Das ist ganz schön hart, muss ich sagen. Kommt, wir lassen mal. Boom! Ich will das gar nicht. Wisst ihr das? Oh. Ach, die stehen auf dem Dach. Oh. Was habe ich jetzt irgendwie? Was? An der Kirche töten? Was? Ich habe jetzt... Oh, ist ja auch egal. Komm nicht dich da ran. Kommende Trupps der Blaurücke. 1 von 7. Jetzt sind schon 2 von 7. Na gut. Das Blaurocker in der Kirche töten, ohne verhindert, dass die Verstärkung den